Oh nein, da liegt ein Skateboard und ein Puzzle im Teddyregal. Wo ist das Skateboardregal? Keine Ahnung. Und wo ist das Puzzleregal? Was ist los? Nichts, ich bin nur ein kleines bisschen durcheinander. Oh nein! Warum drückst du nicht ein paar Mal auf rückgängig? Das ist eine gute Idee, Buggy. Oh, das war wohl falsch. Ah! Oh oh, das sieht nicht gut aus. Ah! Oh! Heißt, dass es ihm Spaß macht? Ich habe noch nie gesehen, dass Leo sich so schnell bewegt. Leo, wo steckst du? Ich brauche den Schraubenschlüssel. Hey, Bob! Ah, da bist du ja. Hast du meinen... Schraubenschlüssel? Nein, weil dieser Roboterarm mich geht. Oh nein! Oh nein! Oh Bob, ich bin verpackt. Schon gut, ich hol dich raus. Ach, herrje. Meine neue Roboteranlage, sie reagiert nicht mehr. Oh nein, ich hätte die Finger davon lassen sollen. Es tut mir so leid. Kann man sie neu programmieren, Roland? Ja, aber das dauert ewig. Oh nein, wir schaffen es niemals, die Lieferwagen bis zum Ende des Tages zu beladen. Oh, ich habe das ganze Weihnachtsfest verdorben. Wir müssen uns etwas überlegen. Na los, Robotergreifarm, an die Arbeit. Hey, wie wär's, wenn wir uns alle vorstellen, dass wir Robotergreifarme sind? Vielleicht kriegen wir dann noch alle Geschenke verladen. Das ist eine ganz tolle Idee, Leo. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Oh nein, das kann ich gar nicht. Aber ich wette, du kannst das hier, Heppo. Entschuldige. Juhu, ich tanze. Oh, ich glaube, ich habe die falsche Figur zum Tanzen. Ach, so ein Quatsch. Jeder tanzt, so wie er tanzen will. Es geht nur darum, wie du dich fühlst und nicht, wie du dabei aussiehst. Komm jetzt, wir laden ab. Wir legen eine Schicht Gummipolster auf diese Latten hier. Und dann kommt eine weitere Lage Latten im rechten Winkel obendrauf. Wie Vierecke? Gut, Leo. Danach wird die letzte Lage Latten wieder im rechten Winkel aufgelegt. Das ist ein Muster, wie bei einem Gitter. Aha. So, das ist 35 Meter lang. Oh, was ist denn das? Das ist eine Disco-Kugel, die kommt über die Tanzfläche. Wenn sie sich dreht, spiegeln sich die Lichter darauf wieder. Siehst du? Oh, das ist ja wunderschön. Darunter würde ich sehr gern tanzen, Wendy. Wenn wir nicht bald weitermachen, tanzt heute Abend niemand darunter. Also los! Kommt und lernt uns alle kennen, das Team sind wir, der Hits. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Wo ist Simon? Wir wollen ein Autogramm. Und wir wollen ihm unseren Tanz vorführen. Er ist nicht hier. Ist nicht schlimm. Sportis Hochhausen, auf zum Training. Oh.
Mach dir nichts draus, Anton. Ich kann auch nicht tanzen. Jeder kann tanzen, Heppo. Du musst nur deinen eigenen Stil finden. Kommt mit, wir gucken uns die Tanzfläche an. Hier lang. Ich tanze. Ich kann doch tanzen. Ich kann's. Dam di ram dam da ra ta ta ram du ri ram du. Konzentrieren Sie sich, Herr Brauer. Ich muss das perfekt können bis heute Abend. Noch einmal und bitte etwas mehr Gefühl. Vorsichtig, ganz sanft die Knie beugen. Das ist echt cool. Wie toll es wäre, wenn wir darauf tanzen dürften. Oh ja. Aha. Ist das hier meine Tanzfläche? Wow, der ist ja wirklich groß. Ob die Fernbedienung auch so groß ist? Genau genommen hat dieser Fernseher keine Fernbedienung. Mein Tablet wird ein Signal empfangen und es zum Fernseher senden. Und dann schauen wir das Quiz auf dem Bildschirm. Wow! Hier, ich zeig's euch. Hast du wieder dein Passwort vergessen, hä? Huh? Das kennt doch jeder. Ja, Baumeister Nummer 1. Oh, Bob. So, alle Banner sind aufgehängt. Schlagt ein, Leute. Oh, schlag ein. Danke, Frau Bürgermeisterin. Ich find's echt cool, dass Sie an die Banner gedacht haben. Cool? Was, ich? Wie wär's dann mit noch einer super-duper Idee? Was haltet ihr von einer Popcorn-Maschine? Ich ruf Fritti an, dann kannst du sie gleich abholen, Heppo. Claro. Oh, das heißt, du hilfst uns? Naja, bei Leo scheint alles zu laufen. Also klar, ich werde euch helfen, natürlich. Los, Heppo! Woohoo! Oh, Heppo, gut, dass du kommst. Ich habe Probleme damit, den Rahmen gerade zu halten. Dann muss ich das eben ohne Hilfe schaffen. Bis jetzt war ich gar nicht so schlecht, finde ich. Der Fernseher müsste jetzt jeden Moment angehen. Das Tablet hat das Signal bekommen, aber das Bild ist total unscharf. Und wie ist es jetzt? Danke, Dennis Blitz. Du hast uns vor den grünen Schleimmonstern gerettet. Das war gar nichts. Wie sag ich immer? Mit einem Boom, Zoom, schlägt der Blitz zweimal ein. Ich glaube, der Fernseher läuft jetzt. Toll, Heppo! Braucht ihr sonst noch irgendetwas? Wie wär's mit einem Getränkeautomaten, einem dieser Milchshake-Mixer? Schon unterwegs. Ich fahr zurück zu Fritti. Oh, sehr gut, Leo. Du hast die Stützbalken ganz allein festgemacht. Jetzt brauchen wir nur noch den Fernseher. Dennis Blitz, musst du uns jetzt Tut mir leid, verlassen? Team, aber der Fernseher muss jetzt abgeschaltet werden. Oh, ich wünschte, ich könnte es. Wendy, der Fernseher muss jetzt ins Stadion. Und denk immer dran. Wendy! Bob, wo warst du denn? Der Fernseher muss jetzt rüber ins Stadion. Jetzt haben wir alles, um Mila anzufeuern. Danke, Heppo. Klasse. Oh, das ist bestimmt Schleppo mit dem riesigen Fernseher. Das ist ein äußerst wichtiger Besuch, Herr Brauer. Auf jeden Fall. Da darf nichts schiefgehen. Da wird nichts schiefgehen, Frau Bürgermeisterin. Ich muss mich darauf verlassen, Herr Brauer. Bürgermeister Schmoll ist schnell unzufrieden. Wir müssen alles dafür tun, dass er sich in Hochhausen wohlfühlt. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe schon eine Liste mit den interessantesten Plätzen der Stadt hier. Ich bin mir ganz sicher, dass er sich bei uns wohlfühlen wird. Ich hoffe, Sie haben recht. Bürgermeister Schmoll ist... Was? Er ist angekommen. Er ist hier? Jetzt schon? Kommen Sie schnell. Oh, er ist viel zu früh hier. Kommen Sie. Sieht so aus, als hätten die beiden einen anstrengenden Tag vor sich. Fertig. Gut gemacht, Leo. Das wird richtig toll. Jetzt kann das Wasser ins Becken laufen. Wohin soll der letzte Stein, Bob? Ich denke darüber, Heppo.
Ich kann's kaum erwarten, bis das Becken fertig ist und die Pinguine darin herumplanschen. Nicht so schnell, Heppo. Oh, oh. Ganz sachte. Pass auf! Oh nein. Entschuldige, Bob. Ich war nur so schrecklich aufgeregt wegen der Pinguine. Oh je, die Scheibe hat Risse abbekommen. Wir können das Wasser nicht einfüllen, bevor das nicht repariert ist. Dazu brauche ich eine neue Scheibe. Hoffentlich haben wir genügend Zeit, bevor die Pinguine ankommen. Schönen guten Tag, Wendy. Bob, wo sollen die Pinguine hin? Gute Frage, Schleppo. Dummerweise ist das Becken noch nicht fertig. Ach du Schreck, die werden langsam ziemlich laut da hinten. Ich finde, sie sollten nicht länger in dieser Kiste bleiben, Bob. Wow, was ist denn hier los? Das war ein Unfall. Es tut mir so leid. Ist schon gut, Heppo. Wir müssen jetzt nur für die Pinguine eine Bleibe suchen, während wir die Scheibe reparieren. Bob? Was ist denn, Heppo? Ich habe eine Idee, wohin wir die Pinguine bringen können. Dort wären sie auch sicher und würden sich wohlfühlen. Wie wär's mit dem neuen Brunnen beim Rathaus, den Leo gerade fertig gebaut hat? Oh, genial. Der wäre perfekt. Die Bürgermeisterin ist noch weg. Und ihr seid sicher fertig, bevor sie wieder da ist. Was sagst du dazu, Bob? Tja, das ist eine super Idee, Heppo. Also lasst uns anfangen. Dann fahr hinter mir her, Schleppo. Alles wird gut, Pinguine. Bald planscht ihr fröhlich im neuen Brunnen herum. Ja. Okay, Heppo. Lass den Haken runter. Haken kommt. Zieh uns jetzt rauf! Juhu! Bob ist ein Dinosaurier-Cowboy. Wir haben's geschafft! Noch nicht ganz, Heppo. Wir müssen uns mächtig beeilen, um den Park fertig zu kriegen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Frau Bürgermeisterin, wir sind fast fertig für Ihren Besuch im Dino-Park. Sehr schön, Bob. Es freut mich, endlich alles sehen zu können. Und mich erst. Diese Biester aus der Kreidezeit fand ich schon als Kind sehr interessant. Ach, wie aufregend. Besonders unser Topstar Triceratops interessiert mich. Die Raventhal-Modelle bewegen sich ja nicht, wie du weißt. Oh, Sekunde. Ich habe leider was vergessen. Gedulden Sie sich noch 2 Minuten? Okay, Kumpels, wir sind fertig. Noch nicht ganz. Hä? Wieso macht er denn keine Geräusche? Durch den Sturz kann er nicht mehr brüllen. Und die Bürgermeisterin ist hier. Wir haben keine Zeit zum Reparieren. Wartet! Ich kenne hier jemanden, der echt gut brüllen kann. Und wer ist das? Verzeihung, dass ich Sie warten ließ. Kein Problem, Bob. Ich bin froh, dass der Park rechtzeitig fertig wurde. Können wir? Oh, ich bin sehr beeindruckt. Oh, das ist ja großartig. Fantastisch. Ich war der Meinung, der macht Geräusche. Oh. Leo, spielst du wirklich in dem Film mit? Tja, Karl gibt mir bestimmt eine Rolle, wenn ich ihm erst mein Schauspieltalent gezeigt habe. Psst, Leo, da ist der Regisseur. Deine Chance, entdeckt zu werden. Danke, Buggy. D11D, pass auf, hinter dir steht ein gefährlicher Weltraumroboter.
Der Linsendeckel war noch drauf. Kein Wunder, dass ich nichts sehen konnte. Oh, hallo. Das sieht hier schon wirklich toll aus. Weiter so, Leute. Oh. Also, für die Mondoberfläche haben wir zwei verschiedene Arten von Sand zur Auswahl. Erstens dieser Sand, er ist sehr dunkel. Und dann haben wir noch den hier, der ist sehr viel heller. Mir gefällt der erste viel besser. Mir auch. Gute Wahl, Wendy. Also, dann nehmen wir den dunklen Sand. Oh. Ich bin begeistert. Fantastisch. Nur eine Kleinigkeit noch. Könnte da vielleicht eine Tür rein, eine Tür, die sich öffnet, sodass die Weltraumroboter zum Vorschein kommen? Oh, das wäre einfach klasse, wenn das irgendwie möglich wäre. Das ist gar kein Problem, Karl. Du hast die Ideen und ich setze sie um. Oh, ich geb's auf, Buggy. Ich glaube, ich bin einfach doch kein Schauspieler. Was? Ich finde, du bist toll, Leo. Guck mal, da ist Sophie. Viel Glück beim Film, Leo. Wie soll ich ihr nur sagen, dass ich gar nicht mitspiele? Soll ich es ihr sagen, Leo? Piep, Papa, piep. Nein, wir sagen es ihr noch nicht. Du weißt doch, im Film ist einfach alles möglich. Entschuldigung! Vorsicht! Hier kommt Buddel mit einem großen, bösen Roboter. Hallo, Wendy. Hast du Leo gesehen? Nein. Ist schon eine Weile her. Oh. Ungefähr hier, Karl? Soll hier der große Roboter hin? Das ist perfekt, Bob. Okay, Heppo. Er ist schwer, also vorsichtig anheben. Hey! Fein rüber zu mir. Und stopp. Und jetzt setz ihn vorsichtig ab. Runter. Ja, genau hier. Sie will dir guten Tag sagen, siehst du? Was ist denn los, Buddel? Ich fühle mich auf einmal so zittrig. Und seit wann fühlst du dich so? Seit dieser Drache da ist. Ach, Buddel. Du hast einfach Angst. Aber das brauchst du überhaupt nicht, Buddel. Durch die Sicherheitsscheibe ist das Gehege gut geschützt. Ich mag ihn nicht mal ansehen, Wendy. Er ist so schleimig und zischt fies. Eigentlich sind Komodo-Drachen gar nicht schleimig. Ihre Haut fühlt sich ganz trocken an. Ich glaube, wir müssen ihn ablenken, Bob. Buddel, meinst du kannst uns trotzdem bei der Brücke helfen, auch wenn die Echsen jetzt auf der Insel sind? Tut mir leid, das schaffe ich nicht. Das macht nichts, Buddel. Wir übernehmen das und für dich finden wir was anderes. Also, alle Komodo-Drachen sind jetzt drin. Ist Buddel eingeschlafen? Wir haben gerade festgestellt, dass er große Angst vor dem Komodo-Drachen hat. Vielleicht könnte er dir woanders im Zoo bei etwas aushelfen. Du könntest vielleicht das Gehege dort drüben aufräumen. Das übernehme ich gern. Gute Idee. Buddel, komm mit. Ich bring dich weit weg von den Drachen. Hätte ich Buddel sagen sollen, dass er das alte Gehege der Komodo-Drachen aufräumt? Sind auch wirklich keine Drachen mehr drin? Es ist ganz leer. Dann ist das bestimmt in Ordnung für ihn. Leo, Heppo, Buggy, wir bauen jetzt die Brücke fertig. Alles klar. Ja, Bob. Also los! Kommt und lernt uns alle kennen. Das Team sind viele Hits. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Huch, Eier? Was machen die denn da? Das sind ja mindestens 3 Stück. Und da sind noch 3 und noch mehr. Sieht aus, als wär's die ganze Ladung. Wo mag nur die Vogelmama sein? Ich kann sie nirgendwo entdecken. Ich muss sie schnell finden, damit sie sich um ihre Eier kümmert. Vielleicht schlüpfen die Küken bald und sie brauchen doch jemanden, der für sie sorgt. Ich muss Jenny finden und fragen, was ich tun soll. Aber sie ist dort drüben bei der Dracheninsel. Oh, oh. Es hilft nicht. Ich muss zu dieser Insel. Ich will nicht, dass den Eiern etwas passiert.